Hallo und herzlich willkommen bei Freunde. Vielleicht schon sagen, mit Fischemars ist es ja gar nicht. Wir sind hier alles 22 unterwegs. Gerade ein bisschen Winterdienste machen. Beziehungsweise wollen jetzt mal eben das Schild tauschen. Wir haben ein anderes gekauft, das wollen wir auch nochmal nutzen. Habe ich jetzt irgendwie Bock drauf, machen wir jetzt auch mal eben. Das Schild war schon ganz geil. Haben wir gestern ein Ründchen gedreht. Jetzt wollen wir uns das andere nochmal eben zulegen. Vielleicht ist das ja noch ein Stückchen geiler. Ich fände es natürlich jetzt auch gerne, wenn du hier schön auf Straße schieben kannst, aber ich denke mal, auf den allerersten Modkarten, die auf jeden Fall kommen, ich denke, da ist das auf jeden Fall dabei. Oh. Mal kurz gucken, was ist denn der Shop? Ich glaube, ich muss noch weiter. Genau, da vorne an dem Kreis war das. Ja, genau, das. Für die kalte Jahreszeit schon Schnee schieben. Aber so kalt ist es, glaube ich, gar nicht. Schneit aber. Ist super wichtig. Ei. Da wäre jetzt Eis und Plunder. Vorne alles krumm. Hätte die auch drauf gekonnt, egal. Neuen Shop. Ihr könnt euer Dings vorne wieder haben. Ich nehme das hinten mal mit. Vielleicht ist das schöner. Das kannst du ja auch richtig schön anstellen, Alter. Das könnte sein. Ich war schon mal ein bisschen leiser drin. Aber drin bewegt sich nicht so viel, wie ich eigentlich gerne gehabt hätte. So vor allem, was so den Bildschirm angeht oder so. Da könnte man ja noch ein Stück Druck legen. Aber jeder, wie er selber möchte oder sowas. Zu gucken, drüber her kam ich gar nicht. Perfekt. Gerade Vollgas. Ja, das Schild geht ganz gut dran. Komm, jetzt gucken wir noch mal eben hier Tastenbelegungen.
Fahrzeug. Teilbarkeit, alter Vater. Ja, stellen wir jetzt mal nicht auf Joystick. Ich überlege, dass man das vielleicht dann auf den Joystick schmeißt. Aber was auch ganz geil ist. Knatscht richtig schön, wenn du drin stehen läufst. Das ist auch geil. Ganz flacher. Wenn das nicht ganz gerade ist, dann fängst du vielleicht am Hüppen. Die Kurvenfahrt ist ein bisschen geil, aber mein Gott, machst du das jetzt einfach. Zumindest ist es nicht so scharf Kurven. Hat schon was. Also Schneeschieben ist schon was. Gibt mir einen Trecker und ich fahre mal unter Schnee. Kein Problem. Ich werde zwar hier den ganzen Tag Schnee holen. Das wäre aber halt echt noch geiler, wenn du sagen könntest, ja hier komm. Wenn du jetzt sagen kannst, komm hier, echt total nicht zu verschneiden. Die liegt echt zu verschneiden. Ich schiebe die erste Bahn einfach mal weiter. Dann im Endeffekt ja so überlege ich so. Ging im 19 auch mit dem Seasons Mod, wenn ich mich richte. Da habe ich das nicht sofort hingekriegt, weil es auch kurz ein bisschen Fuchserei. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe in meinem Fast Forward Mod draufgeschmissen. Heißt nicht Fast Forward Mod. Hieß so um 19er, aber so fürs Grobe reicht das ja auch. Dann würde ich sagen, Schneeräumen, stimmt, macht Spaß. Das ist ja auch wichtig, sowas muss halt Spaß machen, wenn du sowas hast. Was ich halt noch geiler finde, wenn du das halt auch auf den Straßen machen könntest. Also auf dem Platz, zwar ganz schier, aber schön Straße räumen. Das wäre, glaube ich, noch das Richtige. Also da muss man vielleicht mal überlegen, oder vielleicht die Modder und Mapper an sich mal nachdenken, ob man das nicht vielleicht so umbauen kann, dass man das auch dann halt auf der Straße macht. Aber auf der Straße hätte das, glaube ich, noch ein ganz anderes Feeling. Vielleicht kann man ja sagen, dass die KI-Autos dann nicht fahren können oder ganz normal fahren können, das weiß ich ja nicht. Das wäre aber zumindest noch eine Sache, wo ich sagen müsste, ja, Schneeräumen, warum nicht? So als Must-Have oder so als für zwischendurch ein bisschen Schneeräumen oder so, oder im Winter halt. Vielleicht auch irgendwie mit so einer Mission oder mit einer Mission wäre das gekoppelt, ganz schier, glaube ich. Dass du im Endeffekt sagen kannst, hallo hier, wir haben es jetzt Winter. Dann kriegst du so eine Mission mit, räum so viel Schnee, wie es geht oder so. Also, dann kannst du halt im Endeffekt so Prozentpunkte in Anführungsstrichen sammeln. Also im Endeffekt, du sagst halt, ich räume jetzt hier eine Stunde oder so. Du kriegst halt irgendwie, du hast so und so viel Prozent von der Karte geräumt und das kriegst du halt an
teilig dann halt ausgezahlt. Das wäre, glaube ich, eine ganz schiere Sache. Wenn man das noch irgendwie machen könnte oder so. So, als Winteraufgabe, so als Winterbeschäftigung oder so. Ist ja nichts Geileres, als wenn du im Winter hier für ein paar Euros sagen kannst, ach komm, ja, im Winter Schnee schieben oder so. Sonst müsste man halt mal gucken, ob man da nicht vielleicht eine andere Methode oder so was implementieren kann. Wo man sagt, ja, ich räume dir den ganzen Schnee weg, aber ich muss, keine Ahnung, mach dafür das, jenes oder keine Ahnung. Es muss das sein, das Schild gefällt mir mehr. Mit anderen hast du ein paar mehr Möglichkeiten, aber das Räumen finde ich schöner. Oder vielleicht bin ich da so einfach mehr geübt drin oder so, weiß ich auch nicht. Und dann haben wir immer die Möglichkeit, Salz nachzustreuen. Ich weiß zwar nicht, ob das so einen sinnigen Effekt hat, aber ist ein kleines, cooles Feature, würde ich spontan nennen. Gefällt mir. Es gefällt mir. Wenn ich ganz selber drauf, vielleicht vergessen habe, ein Schild drunter zu machen. Ja, zu viel, nicht zu schnell, ja doch zu schnell. Genau, wir müssen jetzt mal gucken, was wir weitermachen mit dem LS. Ich warte halt, wie gesagt, auf ein paar Karten, um halt einfach ein bisschen mehr mit euch machen zu können, weil ich aktuell diese Karten nicht so cool finde. Sind zwar schön, dass sie dabei sind, aber fürs dauerhafte Spielen sind sie, glaube ich, bei mir nichts. Deswegen, also, wenn ihr da irgendwie eine Karte habt oder so, schlagt ihr mir gerne vor. weil ich glaube, das wäre halt ganz, glaube ich, ganz cool, wenn wir sagen müssten, ja. Wenn wir sagen könnten, hier, oh, hier die Karte schön oder so. Ich suche halt, wie gesagt, so eine Engelkarte, relativ klein ist und so. Das will ich halt machen. Mal schauen, da müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwas Passendes finden. Und derzeit werden wir mal gucken, uns mit ein paar Sachen beschäftigen. Vielleicht fangen Marcel und ich irgendwo ein Safe-Game an oder so. Irgendwie ein bisschen zocken oder so abends oder so. Vielleicht nehme ich dann mal ein, zwei Runden drüber auf oder so. Und so mal gucken, vielleicht fahren wir auch noch wieder ein Rundchen um sie oder so. Ich wollte heute noch Ruhr installieren, mal schauen, vielleicht mache ich das gleich noch. Dass wir da vielleicht auch mal ein Stück genau fahren können. Ja, sonst. Ist der Tag auch schon wieder gelaufen, wir haben jetzt 15 Uhr. Morgen habe ich noch einen Tag Urlaub. Freitag habe ich Berufsschule. Mal schauen. Morgen mal mit Meisterquatsch, wie es aussieht, ob ich noch eine Woche bleiben muss. Also wenn, mache ich jetzt zwei Wochen. Also wegen Prüfung und so, und auch noch ein paar Sachen machen und so. Da müssen wir auch nochmal gucken, wie wir das machen, wenn wir es machen, ob wir es machen und wie wir es machen und so. Kann ich jetzt eigentlich auch über den Berg so durchherlaufen? Guck mal, die gute MacLight gibt es immer noch. Ich muss ja schon sagen, ist schon ganz cool chillt. Ne? Steht doch eigentlich ganz schier. Also ich muss sagen, Schneeräumen hat schon was. Macht schon Spaß. Vielleicht der Trecker ein bisschen überdimensional dafür, aber ich weiß, dass sie bei uns auch in so einer Größe damit unterwegs sind. Von daher, ich finde es ein ganz cooles Feature. Hat mich jetzt sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Wie gesagt, wir müssen mal gucken, was ich jetzt als nächstes für Karten spiele. Ich hoffe ja relativ zügig auf ein paar stabile Mod-Karten, wo man dann ein paar Folgen drauf machen kann. Sonst müssen wir gucken. Entschuldigung. Marcel und ich, wir wollten eine
Server machen oder so, dann auch ein bisschen drauf zocken können oder so. Da müssen wir mal gucken, ob wir dann da irgendwie Möglichkeiten haben, dazu sagen, dass wir da vielleicht irgendwie so ein bisschen was aufnehmen oder so. Das entscheidet sich dann, wenn wir dann im Endeffekt soweit sind. Ich darf mich trotzdem für heute erstmal bedanken. Heute ist Donnerstag. Morgen ist Freitag. Ich weiß noch nicht, was morgen für ein Video kommt. LS, Omsi. Ich lasse mich überraschen. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen angenehmen Abend. Wir hören uns dann morgen wieder. Weitere Folge LS, Omsi, ETS, ATS. Mal schauen. Bis dann. Danke. Tschüss.